Dann mal auf hier und Hobby und dann werden wir alles da unten farmen, was wir brauchen. Eigentlich brauche ich nicht viel. Moment mal. Ah, habe ich vielleicht noch unten. Wartet mal. Färbe ich unten noch ein bisschen Erde. Können wir dann mitnehmen in den Nether. So. Natürlich 64 Stack. Nee. Erde haben wir da. Gut, wunderbar. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Werden wir definitiv brauchen. So, brauchen wir sonst noch was? Federn habe ich ja keine da. Aber wir haben einen Haufen Feuersteine da. Also wir könnten uns noch einen Haufen Pfeile machen, wenn wir noch die Hühnerfarm hätten. Wir brauchen Federn dazu. Okay, dann würde ich sagen, auf in den Nether. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, haben wir in dem Nether ja eine Festung in der Nähe gehabt. Und da, genau da müssen wir rein. Gott sei Dank habe ich mein verzaubertes Schwert. Finde ich cool. Achso, hier hat sich auch ein bisschen verändert, zwecks Farmen und so weiter. Hat mir auch jemand einen Tipp gegeben, der No Name hat mir den Tipp gegeben. Herzlichen Dank schön dafür. Es ist ein, ja, jemand, der mir auf Twitch folgt und auf YouTube jetzt folgt. Und ich sage mal herzlichen Dank dafür, auch für die anderen guten Tipps, was du mir gegeben hast. Das Farming, das läuft auf jeden Fall super duper gut und ja, so durch mehr rausreißen. Wahrscheinlich für den einen oder anderen wahrscheinlich bekannt. Und für mich war es nicht bekannt, weil ich ja mich so arg mit Minecraft jetzt nicht auseinandergesetzt habe. Aber ich finde es schon mal klasse, dass ich den Tipp bekommen habe. Also, ab in den Nether. Ich weiß, ich quassel schon wieder zu viel. Und dabei sollten wir in den Nether gehen. Wow. Okay, hier sieht das Texture Pack ziemlich hell aus. Und da oben, wie gesagt, ist die Festung. Da müssen wir hin. Genau da müssen wir hin. Also zumindest nicht jetzt. So. Dafür habe ich nämlich die Erde mitgenommen. Ganz schlauer der Blairs. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht verlaufe. Okay, das ist nur ein Gang. Ah, genau die Dinger brauche ich. Läuft so gut. Habe ich schon was bekommen? Nein, verdammt. Jetzt habe ich einen. Gut. Den brauche ich auf jeden Fall, aber ich brauche noch ein paar mehr. Um mir diesen Trank herstellen zu können. Um den Erfolg zu schaffen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Und es ist eigentlich schon passiert, weil ich keine Ahnung habe, wie ich... Ah, okay. Das sind die Dinger, die ich brauche, genau. Die wachsen auf Seelensand, okay. Ich glaube, nur im Nether wachsen die. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme sie mit und so weiter. Ich glaube, das wird nichts bringen. Soll ich euch mal was sagen? Ich bin schon wieder so schlau und habe den Weg nicht gemerkt, wie ich wieder zurückkomme. Eine Truhe. Ein Sattel. Ist auf jeden Fall schon mal cool. So können wir uns auch endlich mal ein Pferd holen. Da war ich schon, gell?
Okay, da geht's da unten, da geht's rauf. Dann gucken wir erstmal in die Richtung. Und ich hoffe natürlich, dass wir wieder zurückfinden, gell? Das ist ja ganz wichtig. Also bis jetzt läuft alles tutti im Nieder. Verdammt! Warte mal, sind das... Ne, das sind Pilze und das sind diese Niederwarzen, genau. Wenn ich den nicht angreife, greift er mich auch nicht an. So war das, oder? Aber was passiert, wenn ich hier jetzt einfach die Niederquarzen wegnehme? Kannst du bitte mal kurz hoch? Gehen ja, glaube ich, nur im Nieder wachsen die, gell? Das ist natürlich ein bisschen doof. Und auch ein bisschen doof, dass ich mich jetzt hier gar nicht auskenne mehr. Ach ja, das wird wieder lustig, nach Hause zu finden. Na toll. Jetzt wahrscheinlich nach außen gedroppt. Aber eigentlich für den Trank wird es schon reichen. Die blöde Frage ist nur, wie komme ich hier wieder raus? Heieiei. Ich hätte mir den Weg. Ah, da ist ein Skelett. Eisenpferderüstung. Also der macht mir nichts. Aber der hier. Der ist ganz böse. So. Das Lava. Da komme ich ganz gar woanders hin, wo ich eigentlich hin will. Eieiei. Okay. Ich merk schon, ich habe mich hier selber verarscht. Komm mal her. Weil es blöd ist, ich weiß jetzt selber nicht, wo ich bin. Ich hätte einfach Fackeln nehmen sollen. Wäre vielleicht schade gewesen. Ne, da kommen wir auch nicht weiter. Ich glaube, ich muss ein Stück weiter runter. Ich muss definitiv nach unten, denke ich mal. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Dann gehen wir mal da runter. Ne, da wird es wieder hochgehen. Ah, da geht's ja durch. Na, warte mal. Nö. Nö, da waren wir auch noch nicht, verdammt. Oh Mann. Ich hätte ja fast erahnen können, dass es mir vielleicht passieren könnte. Ich könnte mir natürlich irgendwo rausbuddeln und mal schauen, ob ich irgendwie dann... Also da ist nichts, da war eine Truhe.
Das sind wir irgendwann mal vorbeigelaufen, das weiß ich. Und da hinten ging es, glaube ich, nee, ging es in den langen Gang genau, wo ich nicht rein wollte. Also wieder ein Stückchen nach unten. Beim nächsten Mal nehme ich Fackeln. Du interessierst mich nicht, aber der da oben interessiert mich. Weil der würde mich ja sowieso angreifen. Mega. Mega schlecht, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich rauskomme, verdammt. Es sieht aber alles wirklich gleich aus. Das sind jetzt zwei Schweine. Nee, da war die Sackgasse, da war die Sackgasse. Ich muss mir das markieren, ich muss mir das markieren. Also definitiv beim nächsten Mal muss ich mir das markieren. So. Du bist auch weg. Schweinchen, lass mal in Ruhe, haben wir gesagt. Da. Ich dachte, da kommt die Sackgasse. Ne, da kommt keine Sackgasse. Oder doch? Oder doch nicht? Oder sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Nee. Eieieiei. Verlaufen im Nether, das ist doch... Ich dachte, es passiert mir nur in den Höhlen, aber im Nether jetzt auch. Wir könnten uns ja rein theoretisch rausbuddeln. Die Frage ist nur, ob ich dann was sehe, wo ich bin. Oder wir können es so machen, da wo eine Sackgasse ist, machen wir jetzt eine Fackel hin. So, da ist eine Sackgasse. Fackel hin. Da ist auch eine Sackgasse. Nach oben. Aber das sehen wir ja. Brrr. Und da hinten ist auch eine Sackgasse und ich laufe da wieder rein. Oh man. Also gut, dann machen wir einfach hier komplett, zack, Sackgasse, fertig. Gut. Da haben wir auch eine Sackgasse, haben wir gesagt, eine Sackgasse. Laufen wir jetzt mal da entlang. Vorsicht. So. Nach oben habe ich, wie gesagt, die Sackgasse. Erste Mal. So, dann da entlang. Schauen wir mal den Gang entlang. Okay, da haben wir auch eine Sackgasse. Machen wir eine Fackel hin. Laufen wir da entlang. Okay, auch Sackgasse, Fackeln. So müssten wir doch irgendwann mal hier rauskommen, glaube ich. Vermute ich mal. Der darf mich nicht erwischen, weil sonst gibt es übelste Vergiftung, glaube ich. So, dann gucken wir mal da entlang. Mein Ausgang? Sieht so aus. Ja! Cool. Warte mal.
mal, dann können wir uns doch hier mal schnell so. Warte mal, ich könnte doch mal was versuchen. Verdammt. Es waren keine 50 Meter, glaube ich. Weil ich würde noch einen Erfolg kriegen, wenn ich aus 50 Meter einen töte, also ein Skelett töte. Ah. Was kriege ich denn von dem? Kohle! Wie ich die Schleimbolzen herkriege, weiß ich noch gar nicht. Also die Schleimbälle. Boah, Alter. Alter. Beknoppt. Ist jetzt leider auch runter in den Nieder geflogen, aber egal. Passt schon. Egal. So, ich will aber jetzt noch mal kurz was anderes machen, weil ich bin jetzt gerade am überlegen. Ich bräuchte natürlich wenn ich schon hier bin könnte ich natürlich schnell den Seelensand hier abbauen. Ich weiß ja, das ist ein Test. Es ist wirklich nur ein Test. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich das auch leider auf der Oberfläche machen. Aber ich probiere es einfach mal aus. Weil dann würde ich es lieber oben in der Höhle bauen. Boah, böses Ding. So, die sind auch schon mal weg. Ja, das war ein Zombie wieder von der anderen Seite. Also, Bergsack von der Seite hier. Der muss da immer wieder mal rum. So, muss ich einfach die Tür zumachen, fertig, dann ist Ruhe. Im Schokodamm.